Das Ende der Saison steht kurz bevor. Wir haben nur noch zwei Spiele, drei Punkte Rückstand auf Dortmund. Und wir sind mittendrin im Saisonfinale. Natürlich kommt dann auch noch das Pokalfinale gegen Borussia Dortmund, gegen unseren ärgsten Rivalen. Schauen wir uns mal kurz, was die Socials so sagen an. Heute mussten Punkte her für Agostino und Alexander hat genau das geschafft. Falls jemand Fragen hat, Hunter und ich sind absolut gigantisch dominant. Toll, wie gut Hunter und Dele zusammenspielen. Ah ne, Dell heißt, Entschuldigung, Dell. Dell und du ist gut, aber Williams, Hunter ist besser. Dell und du sind unaufhaltsam, freue mich für dich. Und hier haben wir noch das Du, Hunter, Dell beeindruckt mich. Weiter so, Junge. Gut, haben wir die Socials kurz gelesen und weiter geht's mit Training, Angriffsszenario und Volleys. Noch mal ein bisschen gleich wieder reinschnaggeln. Und schicke Musik unsere dabei Fans und Dino. Wollen in jeder Saison die, ja genau, das Schüsse. Wissen wir, das in jeder Saison. Und jetzt müssen wir halt auch die Saison wenigstens einen Titel. Also Pokal, muss ich ehrlich gestehen, ist bisher am realistischsten. Oh, mach ich schon mal Start. Am realistischsten den Pokal zu gewinnen. Okay, was wird das jetzt hier? Okay. Noch hingehauen. Fortsetzen. Hallo? Mein Controller ist ausgegangen. Jetzt geht's weiter. Oh, holt er den da raus. Nice. Wieder ausgegangen. Freunde? Ich probiere es nochmal. Ansonsten gibt es dann gleich einen Schnitt, wo ich erst mit der Batterie wechseln muss. Ja, okay, alles klar. Gut, dann bis gleich. Alles klar, da sind wir wieder. Und wir sehen gerade noch diesen Lattentreffer und den Seitverzieher von uns. Oh, schade. Oh. Oh, lol. Daneben. Na, okay. Oh ja, stell mal abseits. Ja, okay. Ich wusste nicht, dass man hier bei der Übung auch nochmal drauf. Wir machen die dann gleich nochmal. Das sieht ja sehr furchtbar aus. Das ist ja wirklich furchtbar. Ja, das müssen wir nochmal machen. Gut. Sehr gut. Ah! Gib mir den Ball. Gut. Ah, schade. Oh, drüber. Und wieder drüber. Eine Güte. Was macht der denn da in der Mitte? Der Honky Donky da. Meine Güte. Ja, also. Oh, der holt die da aber auch immer aus dem Winkel, ne? Das ist schon nicht schlecht, was der da macht. Der ist zu weit. Ach komm, wir nehmen jetzt das B, also ewig da hier aufhalten. Sorry. Aber auch gerade schlecht gespielt, ey, ganz ehrlich. So, Volleys. Okay, probieren wir mal die Volleys. Warum denn sind denn immer hier diese Übungszeichen mit dran? Das nervt. Die Schüsse könnten auch besser sein. Okay. Ja, das war ein Kopfball. Pff, ja! Ja! Oh. Und rein da! Das war ein Dropkick. Einen machen wir noch. Zack! Und er geht nochmal rein, das ist in Ordnung. Nur da passt. Auch wenn jetzt das jetzt nicht der Brüller war von Schüssen, was wir da jetzt abgegeben haben, aber es passt. Für die Note A. Ab hin zum Spiel.
Jo, Dino, haben wir uns irgendwo verbessert? In der Sprungkraft haben wir uns verbessert, glaube ich. Sehr gut. Genau diese Intensität will ich auch im Dann kann uns keiner schlagen, da steht fest. Vielen Dank. Auf geht's. Zu den wichtigen Sachen. Wir spielen gegen Leverkusen. Schon wieder. Ach, letztes Mal war Halbfinale, stimmt. Mit Hunter spielen, ist klar. Wir spielen dem Lever. Hunter. Oh, Froschmalz, Entschuldigung. So, jetzt. Hunter hat den Startelfplatz verdient. Wenn Bayern ihn nicht einsetzt, findet sich sicher ein anderer Verein. Das hundertprozentig. Da gibt es viele, die sich die Lippen lecken würden. Es ist wieder Fußballzeit. Diesmal aus dem Stadion Europa. Herzlich willkommen. Stadion Europa. Die heutige Begegnung. Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern. Jo. Und wieder das Ding. So jetzt aus. Anstoß Bayer. Und damit läuft klasse. Das Spiel dann endlich. Alex Hunter jetzt. Oh, bam. Jetzt vielleicht. Oh. Ganz starke Aktion von Torhüter. Das wäre schon Sie richtig geil gewesen. Gute Aktion. Wenn wir uns schon da so durchgetankt hätten. Lewandowski jetzt am Ball. Und Hunter. Ja! Lewandowski, den muss er machen. Nice. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Genau so. Nur, dass das die falsche Pinkurve ist, oder hinrennt. Aber wunderbar durch die Gasse gespielt. Und da muss er halt einfach nur noch versenken. Klare Sache. Der Lever. Und das bringt uns wieder an die Meisterschale. Es sei denn, Dortmund hat auch gewonnen. Dann natürlich nicht. Dann bleibt alles, wie es ist. Ribéry. Spielt den Ball direkt zurück. Dele Alli mit Vorwärtsrang. Ach, Mist. Gutes Tackling auf außen. Könnte gefährlich werden. Klasse Aktion, Ball ist weg. Super Einsatz! Da Na gut, kann die Idee stoppen. War jetzt hier Ribéry zu schicken, aber der Ball kam leider nicht durch von mir. So, jetzt ja vielleicht mal. Klasse Einsatz. Ja. Und Hunter. Okay, nochmal zu Dele Alli. Ribéry. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Und jetzt die Chance. Pfosten. Jetzt ja, so geht's auch. Der Pass. Stark gemacht. Klasse herausgespielt. Und dann lässt er sich die Chance natürlich nicht nehmen. Wir können auch einen Doppelpass mit Pfosten machen. Mit das geht auch. Abschluss. Wieder mal vielversprechend, was der Junge hier zeigt. Er bringt alles, aber auch alles mit, um ein Star zu werden. Schön. Und endlich ein Tor nach einer Vorlage Führung von Dell. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Sven Bender jetzt. Und wir führen schon 2-0 gegen Leverkusen. Oh, Fängt die lassen sich Ball aber ab. Jetzt hier. Junge, 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 Junge. Die sind aber vollkommen von der Rolle. Und Thiago, er spielt den Pass zurück. So, immer weiter läuft der Ball. Immer weiter suchen sie die Lücke. Die Bayern im Vorwärtsgang. Ribéry macht da jetzt viel Druck. Wahnsinnig viel Druck. Da passt er auf, Ball geklärt. Ball geht gleich wieder zu Thiago. Hunter, da zieht er ab. Wow, oh, what the goal! Da der Glückwunschschuss. Ja, der Woche, Freunde. Den Pfosten noch berührt. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Von dort, zacki, zacki, in Kentucky. Da sitzt das Ding einfach mal im Giebel. Und der Hunter, da so ganz lässig. Junge, Junge, Junge. Geht los wie die Achterbahn hier. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster. Hier ist wenn eine ich Ruhe hier im Crowd. Von der Entscheidung spreche. Also Leverkusen ist gerade geschockt. Von der unglaublichen Furiosität des FC Bayern München. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Furiosa. Rosa. Nee, wie Rosa nicht. Wie ist das rot. Das wird gefährlich. Sehr Klasse egal dazwischen jetzt. Gegangen. Wobei wir eigentlich ja heute im Weiß spielen. Also Furiosa Blanco. Ah, okay, das war jetzt nicht so furios. Bellarabi. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Und jetzt Leverkusen, der Erste. Und nun ein Ach, Schuss. Herr Jemini.
Den setzt er zu hoch an, der geht rüber. Einmal fünfte Etage, na fünfte Etage nicht, aber 50 Meter, also mindestens. Also das war ja... Alex Hunter. Rafinha. Geh weg hier, du alter Blogger. Und Lewandowski. Du alter Sonnenblogger. Und jetzt ein Freistoß gegen Commander, Commander, Commander. Und Robben treibt den Ball nach vorne. Pass von Robben. Jetzt vielleicht. Der geht nicht rein, jetzt ja, ich habe einfach nur versucht, mit aller möglichen Gewalt drauf zu bochen. Vielleicht hätte man reinprügeln können, aber das war nicht so der Fall. Der Torhüter hat diesmal etwas aufgepasst. Wunderbar. Alaba. Hoppala. Ribéry. Oh, 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 oh. Oh, Dele Alli. Dele Alli, die oh, Riesen. Oh, 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 lass mich. Nein, warum blockst das du mich? Das ist gut verteidigt. So ein Blöder. Bellarabi. Wirklich. Als wenn er uns das Tor nicht gönnen würde. Schön. Alex Hunter. Wir haben das Ding hier wieder unter Kontrolle. Thiago. Die Pille. Die Pille von den Leverkusern. Robert Lewandowski. Bayer. Henrichs. So. Es ist gerade ein bisschen Ruhe eingekehrt. Auch Boyan bei den Leverkusern. Und die können sich mal ein bisschen befreien. Warum sage ich das? Ist der Ballbesitz für die Jungs schon wieder weg? Thiago. Die Bayern im Vorwärtsgang. Jetzt Ribéry. Ja, sie lassen den Ball laufen. Ah. So wenig die Lücke. Das ist natürlich klasse. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Schönes Ding. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Thiago. Und Hunter. Jetzt die Bayern im Angriff. Ja. Da gewinnt er den Zweikampf. Geht oh, er schießt. Junge, war das knapp. Na, da können sie jetzt durchatmen da hinten. Da ich dachte sie ja doch eigentlich, noch ja, wir passen nochmal runter. Aber okay, einen Schuss kann er ja auch setzen. Leider nicht viel draus geworden. Halbzeit. Die erste Hälfte hat sie komplett verpennt. 3 Treffer müssen in Durchgang 2 aufgeholt werden. Furiosen Roten. Ein ganz starkes Spiel bislang von ihm. Na, die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Definitiv. Es war schon ziemlich lässig, was wir da gemacht haben. So, ich muss meine Präzision verbessern. Was? Sie haben eine überzeugende erste Hälfte gespielt. Wenn Sie weiter konzentriert bleiben, dürfte in Durchgang 2 nicht mehr viel passieren. Jetzt Alexander. Robin. Ah, hier, was ist los da? Ist sich hier abkochen oder wie? Vom, da war das Kampel, ne. Und da ist der Ball wieder weg. Kampel spielt ja wieder bei den Ratten. Leipzig da, meine ich. Alexander. Komm, wir ziehen mal ab. Was für ein Schuss, ein Traumtor. Damit konnte man nicht rechnen. Dass er hier trifft, unglaublich. Auf jeden Fall. Sah sehr gut aus, Hunter. Wieder ein Dreierpack von ihm. Junge, Junge, Junge. Ganz starke Leistung. Nicht ach komm, wir ziehen einfach mal ab. Muss nicht seine letzte Bude gewesen sein. Alter Schwede. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Nein, da. Aus einer anderen Kameraperspektive. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. Bender. Das war schon. Baumgartlinger. Meine Güte. Und das ist der Ballverlust. Thiago. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Da geht er dazwischen. Brandt. Na. Boyan Palo. Jetzt könnte es gefährlich werden. Hacke spitze 1 zu 3. Lewandowski. Na, jetzt stehe ich mal abseits. Er bekommt die Unterstützung. Und Robben. Okay, es war zu viel, war zu viel. Es tut mir super leid. Aktion, ich hätte gleich gut geklärt. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Jetzt zwei Vorlagen. Nee. Im Spiel sein Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Jetzt, wo wir ein Riesenspiel machen, müssen wir noch Vorlagen. Haben wir los reinkommen? Au. Gute Aktion. Okay, es kann mal passieren. Das Ganze ist riesig von uns. Hunter. Thomas Müller.
Dele. Und Hunter. Der Ball führt Dele. Schade. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Jetzt will ich natürlich auf Teufel komm raus unbedingt diese Vorlage machen. Ne? Jetzt nochmal die Bayern. Ja, Vidal. Gutes Technik. Nicht durch, oder was? Bellarabi. War das Vidal oder war das Alaba? Ribéry. Vor Ribéry ist er wirklich immer wahnsinnig schwer auszurechnen. Ja, der hat einfach die nötige Kreativität. Der kann besondere Dinge versuchen und machen. Und solche Spieler brauchst du vor allem gegen tiefstehende Gegner. Ach. Jetzt haben sie den Ball verloren. Bleibt beim 4-0. Also wenn ich versuche Vorlagen zu machen, bleibt es beim 4-0. Ich muss wieder selber Tore jagen. Toller Pass. Schönes Pässen, aber da kommt der Brand zu spät. Nein, dann kommt er trotzdem noch ran. Gemacht, das gibt und? Eine gute Gelegenheit. Ey. Tolles Kurzpassspiel jetzt. Der große Offensivdrang fehlt aktuell so ein wenig. Aber klar, sie führen. Naja, also, alles ein bisschen lockerer jetzt hier. Jawohl. Hunter. Die Bayern im Vorwärtsgang. Abwehr hat aufgepasst. Ah. Guter Zweikampf. Psst. Bender. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Memedi. Schaffen die zweite Vorlage nicht mehr. Das sieht vielversprechend aus. Rafinha. Vor allem versuche ich es wieder mit aller Macht, dann irgendwie durchzukommen. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Jetzt warten hier beide Teams auf den Abpfiff. Das war eine einseitige Partie. Oh, was und machen die jetzt hier noch? Geschenk auf Teilen oder so? Wichtig! Und dann macht er nichts draus. Also, ich mach nichts draus. Das ist echt. Das zeigt gerade die Schwäche von Bayern 04. Die sie heute jedenfalls an den Tag legen. Im Halbfinale war es deutlich wieder stärker. Wieder guter Pass. Der Ball läuft gut heute. Klasse Passquote. Jetzt die Bayern im Angriff. Ach, zu spät gepasst. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Memedi. Hunter. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Ja. Gut, 4-0. Das ist es gewesen. Das Spiel ist vorbei. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Auf jeden Fall. Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit seinen 3 Toren. Sensationelle Leistung. Ah, ja, komm, wir schauen uns die Tore an. Einseitige mal, Partie oder? Heute, oder? Also, das müssen wir uns mal antun. Hier. Ging es ja schon gut los. Und zack, Lewandowski, den rein. Muss er machen. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Er spielt ihn zurück, guter Doppelpass. Dann Hunter, zack. Und jetzt Posten. Die Schuss. Und rein. Jetzt Hunter. Der Ball geht gleich wieder zu Thiago. Erstes Traumtor. Hunter. Da zieht er ab. Tor. Da zieht er ganz genau in den Pfosten und drin. Und hier nochmal die Chance von Lewandowski, wo der das Ding da drüber kachelt. Wo ich eigentlich dachte, er schießt nochmal, er passt nochmal runter. Und hier das Ding. Alex Hunter. Doppelzieher ab. Und er sitzt halt einfach in meinem Giebel. Also da denkst du halt auch, was ist da los? Was da los ist, Freunde. Die Bayern. Gut, 4-0 in Leverkusen. War es mal eine Ansage an den BVB. Jetzt gucken wir mal, was der liebe Herr BVB dann selbst getan hat.